Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Habilitationskolloquium. Ich darf jetzt kurz umreißen, worum es in meiner Habilitationsschrift gegangen ist. Der Titel war Facilitating Organizational Alignment Through People-Centered Articulation of Knowledge About Work. Und diesen etwas sperrigen Titel mal auseinanderzunehmen, würde ich gerne hinten beginnen und über Articulation of Knowledge About Work sprechen. Der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist das Betrachtungsgegenstand Arbeit, Organisationen, in denen gearbeitet wird in der realen Welt. Und Arbeit ist ja grundsätzlich immer ein kollaboratives Phänomen. Wir haben immer mehrere Akteure, die zusammenarbeiten. Und wenn mehrere Akteure zusammenarbeiten, dann kommen auch mehrere unterschiedliche mentale Modelle zusammen. Mentale Modelle sind die Filter, durch die wir die Welt wahrnehmen. Mentale Modelle zeigen uns oder helfen uns dabei, die Komplexität der wahrgenommenen Welt zu reduzieren und abzuleiten, wie wir denn auf irgendwelche Reize reagieren sollen. Wenn wir jetzt mehrere Akteure haben, kommen eben mehrere solche mentalen Modelle zusammen. Und was wir brauchen, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können, ist ein gemeinsames Verständnis über die Arbeit, die wir gemeinsam erledigen sollen. So zumindest an diesen Schnittstellen, an denen die Leute Berührungspunkte haben, an denen soll es gemeinsame mentale Modelle darüber geben, was wir denn voneinander erwarten, wie wir denn zusammenarbeiten. Jetzt gibt es sehr viel Literatur dazu, wie das grundsätzlich funktioniert, gerade in der Soziologie, im Bereich des Articulation Work, also ein Konzept aus den 80ern, wo das eingeführt worden ist. Das ist später aufgegriffen worden in unterschiedlichsten Gebieten, unter anderem auch im Bereich der konzeptuellen Modellierung. Und was man zeigen konnte oder was man weiß, ist, dass konzeptuelle Modelle, also Modelle, die aus Knoten und Kanten bestehen und irgendwelche Konzepte der realen Welt beschreiben, dabei helfen, diese einzelnen mentalen Modelle zu artikulieren, sie jemanden anderen zu kommunizieren und sie aufeinander abzustimmen. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn wir jetzt auf diesen unteren Bereich schauen, wir arbeiten in der realen Welt und diese konzeptuellen Modelle, dann wäre es ja nett, wenn man tatsächlich die reale Welt in den konzeptuellen Modellen 1:1 abbilden könnte. Leider funktioniert das ja so nicht, sondern wir haben immer jemanden, der dieses Modell erstellt. Dieser Modellierende nimmt die Realität in irgendeiner Form wahr, also hat ein Verständnis der realen Welt, ein mentales Modell, wenn wir das wieder ins Spiel bringen, und bildet das dann in den Konzept. Üblicherweise ist es so, dass es sich bei diesen Modellierern um Experten, Prozessanalysten oder Arbeitsanalysten handelt, die viel Ahnung davon haben, wie man denn solche Modelle erstellt, die aber nicht notwendigerweise Domänenexperten sind und deswegen unter Umständen ein Problem damit haben, die Arbeit, so wie sie im Unternehmen in der realen Welt passiert, so wahrzunehmen, wie sie für die handelnden Personen adäquat abgebildet wäre. Deswegen gibt es jetzt unterschiedliche Methoden, wie man es schafft, konzeptuelle Modelle tatsächlich möglichst adäquat die Realität abbilden zu lassen. Eine davon ist, die Akteure direkt in diesen Modellierungsprozess einzubinden, üblicherweise als Auskunftspersonen. Die Akteure haben natürlich einen Blick auf die reale Welt und können diesen den Modellierern weiter kommunizieren, so die Annahme. Dieser Blick auf die reale Welt ist aber auch nicht notwendigerweise ein objektiver oder ein vollständiger, vor allem gerade dann, wenn es um größere Prozesse gibt, wenn es viele Involvierte gibt, ist es nicht gesagt, dass wir ein adäquates Abbild herausbekommen können. Und noch viel schwieriger ist es, diese Wahrnehmungen auch in einer Form zu kommunizieren, wiederum die den Modellierer befähigen, die jeweilige Information, dieses Wissen, wie wir es in dem Titel der Arbeit bezeichnet haben, in dem Modell abzubilden. So, das ist das grundlegende Problem, das ist die Ausgangssituation. Dazu gibt es auch wieder relativ
umfangreiche aktuelle Forschung, wie man das verbessern kann, mittels Storytelling-Ansätzen, mittels Walkthroughs, die versuchen in mehreren Zyklen diese Modelle realitätsgetreu abzubilden. Der Ansatz, den wir hier oder den ich hier gewählt habe in der vorliegenden Arbeit, ist, die Akteure in die Position zu bringen, die Modelle tatsächlich selbst zu erstellen. Also diese Indirektion über den Modellierer herauszunehmen, den in eine Facilitation-Rolle zu bringen, das heißt einen Ermöglicher, der die Akteure dabei unterstützt, ihre Wahrnehmung der realen Welt im Modell abzubilden. Jetzt ist die Herausforderung nach wie vor, den Akteuren zu ermöglichen, ein gemeinsames Bild über die reale Welt zu entwickeln. Und auf der anderen Seite kommt jetzt natürlich noch hinzu, dass das üblicherweise keine Expertenmodellierer sind. Das heißt, man muss sich auch unterstützen, das Modell zu erstellen. So, und dem widmet sich die vorliegende Arbeit. Ich habe dazu auf der einen Seite Methoden, auf der anderen Seite auch technische Werkzeuge entwickelt, die das unterstützen sollen oder auch unterstützen, wie sich gezeigt hat. Der Ansatz, den wir gewählt haben, ist das sogenannte Multi-Perspective Modeling. Das ist auch nicht neu, das gibt es im Requirements Engineering schon aus den beginnenden 80er Jahren. Die erste Arbeit, die so immer wieder auftaucht, ist die von Mallory 1978. Wird aber in dieser Form üblicherweise in der Prozessmodellierung nicht oder nur selten verwendet. Und was dazu kommt, üblicherweise wird trotzdem davon ausgegangen, dass die Modellierer Experten sind. Wie funktioniert dieses Multi-Perspective Modeling jetzt? Dieses Multi-Perspective Modeling versucht in mehreren Schritten die unterschiedlichen Sichtweisen auf ein und denselben Arbeitsvorgang, jetzt Prozessperspektive, abzubilden, zu erheben und dann eine gemeinsame Sicht zu ermöglichen. Passiert in drei Stufen. Erste Stufe, hier benannt mit Setting the Stage, versucht einmal ein gemeinsames Vokabular zu schaffen, sich klar zu werden, worüber sprechen wir denn überhaupt und welche Begriffe verwenden wir, um auf unser Bezugssystem oder auf unser Referenzsystem Bezug zu nehmen. Im zweiten Schritt geht es dann in eine individuelle Phase und jeder der Stakeholder, jeder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschreibt für sich, was er oder sie denn im Prozess macht, also beiträgt, wir schauen uns das dann gleich nochmal genauer an, und wie er oder sie mit anderen kommuniziert. Das macht jeder für sich. Sie sehen da diese Legemuster, diese Modellmuster, die hier entstehen. Und man kann sich vorstellen, wenn jeder das abgebildet hat, was er wahrnimmt und das zusammenpassen würde, dann würde sich das im dritten Schritt, der hier mit Collaborative Alignment bezeichnet ist, so zusammenführen lassen, dass man ein gemeinsames Bild über den Prozess bekommt. Machen wir es Schritt für Schritt. Beginnen wir, Setting the Stage lassen wir an dieser Stelle vielleicht weg. Das würde jetzt zu weit führen. Das ist eine Concept Mapping Technik. Beginnen wir bei der Individual Articulation. Funktioniert es also so, dass man aus individueller Perspektive sagt, ich bin Akteur Nummer 1 und ich habe Aktivität 1 zu tun und dann kommt jemand Zweiter ins Spiel, der von mir ein Dokument erhält. Und wenn ich von dieser Person die Information 1 zurückbekomme, dann kann ich die Aktivität 2 ausführen und danach kommt unmittelbar, ohne dass ich überhaupt irgendwas warten muss, die Aktivität 3. Und wenn ich damit fertig bin, kommt der S3 ins Spiel und der bekommt meine Arbeitsergebnisse. So, das kann ich jetzt für mich selbst beschreiben, ohne mit den anderen zu interagieren. Schaut relativ einfach aus, also ist es wirklich so trivial. Tatsächlich zeigt sich in der praktischen Anwendung, da als kleine Vorschau schon, es ist gar nicht so trivial, diese Kategorien, die wir hier definieren, dieses Kategorienschema zu verstehen. Die blauen, also dieses Wer ist denn immer wieder, und die roten, was mache ich denn, das geht noch. Schwierig sind die gelben, die Informationen, Nachrichten, die ausgetauschten Daten, die hier im Prozess verwendet werden. Da kommt ja oft sowas wie ein Informationskanal, da werden Entscheidungen modelliert, da sind dann wieder Aktivitäten drauf, die was mit Kommunikation zu tun haben. Also es ist nicht ganz trivial, das zu lösen, und wir werden uns später anschauen, wie wir versucht haben, das abzufangen, dieses Problem.
Vorerst aber nur ganz kurz zum Collaborative Alignment, also zur Zusammenführung zu diesem dritten Schritt. Wir gehen jetzt in ein konkretes Beispiel, haben also sowas wie einen Antragsprozess von einem Angestellten ans Sekretariat und würden jetzt versuchen, diese individuellen Modelle, die wir hier links und rechts sehen, in der Mitte zusammenzuführen. Und was wir jetzt erkennen können, wenn wir auf die Pfeile schauen und vor allem auf die roten Pfeile, ist, dass jetzt in dieser Zusammenführung, in diesem Alignment aufkommt, wenn es Diskrepanzen gibt. Diese Diskrepanzen können rein begrifflich motiviert sein, also reine semantisch unterschiedliche Benennung, obwohl das gleiche Konzept verwendet wird, so wie hier bei Employee und Kollege. Das lässt sich relativ leicht üblicherweise auflösen. Das kann aber schwieriger werden, wenn, so wie im gelben Bereich, wie beim Pfeil Nummer 7, da semantisch unterschiedliche Dinge beschrieben werden, wie das Formular auf der einen Seite oder ganz wichtig betont, der vollständig ausgefüllte Antrag, dann muss das aufgelöst werden. Das kann noch fundamentaler sein, dieses Missverhältnis zwischen den Akteuren, also dieses Missverständnis, diese unterschiedlichen Sichtweisen zwischen den Akteuren, nämlich dann, wenn es keine zusammengehörigen oder zuordnenbaren gelben Elemente gibt. Das heißt, wenn eine Kommunikation nur von einer Seite als notwendig wahrgenommen wird, entweder vom Sender oder vom Empfänger, oder noch fundamentaler, wenn vielleicht sogar auf Akteursebene, also auf der blauen Ebene, unterschiedliche Wahrnehmungen vorherrschen, wer denn in einem Prozess involviert sein soll. So, und so kommen wir dann letztendlich zu einem abgestimmten Modell des Gesamtprozesses, auf Basis dessen wir in weiterer Folge weiterarbeiten können. Und zusätzlich haben wir dabei erreicht, dass sich die Akteure ein gemeinsames Bild, hoffentlich erreicht, dass sich die Akteure ein gemeinsames Bild über den Arbeitsprozess gebildet haben. So, jetzt haben wir vorher ja erwähnt, es ist nicht ganz trivial, die Leute zum Modellieren zu bringen oder ihnen zu erklären, was man denn von ihnen möchte. Das heißt, wir müssen hier unterstützend eingreifen. Das Konzept, das ich hier verwendet habe, ist ein pädagogisches, das ist das sogenannte Scaffolding. Scaffold ist, kommt aus der Bauwirtschaft. Scaffold ist ein Gerüst und ist auch genauso zu verstehen. Beim Scaffolding versucht man, so lange Unterstützung zu geben, solange sich die aufgebaute Struktur nicht selbst tragen kann, das heißt, solange die Kompetenz in dem Fall noch nicht ausreichend vorhanden ist, und dann in der Unterstützungsleistung zurückzufahren. Wir werden dann bei den Beispielen sehen, warum das sinnvoll sein kann, sukzessive mehr Freiheit zu geben. Aber vielleicht vorerst einen kurzen Blick auf diese Abbildung. Das haben wir im ersten Bereich, die Bereiche, die wir unterstützen müssen. Das ist einmal das Modellieren an sich, das ist die Model Representation im unteren Bereich. Wir haben das Artikulieren, vor allem im individuellen Bereich, das heißt, mit welchen Konzepten, über welche Konzepte sprechen wir denn überhaupt und wie strukturieren wir unsere Modelle, und dann diese Abstimmung zwischen den Akteuren, wo die Modelle in einem ersten Schritt schon vorhanden sind, wo wir ein gemeinsames Modell erstellen. Im Scaffolding gibt es jetzt unterschiedlich stark eingreifende Arten von Scaffolding. Je nachdem, wie viel Unterstützungsbedarf da ist, kann es ausreichend sein, hier an der ganz linken Seite konzeptuelle Scaffolds, die ausschließlich motivieren, warum denn ein Thema wichtig ist oder warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, einzusetzen über metakognitive Scaffolds, die dann sagen, auf was solltest du denn achten, wenn du dich mit dieser Aufgabe beschäftigst, strategische Scaffolds, die schon eine Richtung vorgeben, wie man denn das Arbeitsergebnis erreichen könnte unter Umständen, und procedural Scaffolds, die dann sehr exakt und detailliert beschreiben, wie vorzugehen ist. Und das, also die Invasiveness habe ich jetzt schon erwähnt, von links nach rechts wird es immer invasiver, immer stärker anleitender. Und das Grundkonzept von Scaffolding ist halt, dass es drei Eigenschaften gibt. Es gibt jemanden oder auch ein System, wäre irgendwann einmal die Idee. Im Moment ist es noch ein Mensch, großteils, werden wir dann später auch nochmal kurz erwähnen, der die Modellierenden begleitet, betrachtet, Unterstützungsbedarf diagnostiziert und dann Scaffolds je nachdem einsetzt, wie stark der Unterstützungsbedarf ist. Und diese Unterstützung sollte über die Zeit zurückfahren, das ist das Fading. Es sollte damit verbunden
der Transfer der Verantwortlichkeit für das Unterstützung holen zu den Modellierenden wachsen, aber im Falle einer Notwendigkeit, einer Contingency, also eines Zwischenfalls unter Anführungszeichen, dann notwendige Unterstützungsmaßnahmen noch gesetzt werden können. Wie können solche Scaffolds jetzt aussehen? Hier nur ein paar Beispiele, die können auch in unterschiedlichen Formen vorliegen. Die können durch den Facilitator gegeben werden, die können durch die anderen Modellierenden kommen oder die können als statische Medien oder unter Umständen auch als interaktive Medien durch irgendwelche automatisierten Systeme kommen. Ein ganz konkretes Beispiel wären hier die Model Layouting Templates, die als strategischer Scaffold für die Modellerstellung gedacht sind. Wie schaut sowas aus? Das wäre dieses Model Layouting Template, das wir den Akteuren, den Modellierenden zur Verfügung gestellt haben, um die Modelle zu bauen, und die geben durch die Farbgebung als Unterlage quasi schon vor, wo welche Karten angeordnet sein sollten und was welche Karte bedeutet. Und mit dieser Hilfestellung ermöglichen wir auf strategischer Ebene, ohne dass wir exakt sagen, wie beim Modellieren vorzugehen ist, einen Hinweis darauf, wie denn der Lösungsweg der Aufgabe oder die Bearbeitung der Aufgabe aussehen kann. So, Beispiele. Wie sehen jetzt Ergebnisse aus, die hier aus der kollaborativen Konsolidierung rauskommen? Das ist ein Beispiel, also die Beispiele stammen eigentlich alle aus einem Leonardo da Vinci Projekt, Berufsbildungsprojekt. Wir haben also mit Lernenden Leuten gearbeitet, die in Berufsausbildung stehen, in unterschiedlichen Disziplinen, Produktionsbereich, Gesundheits- und Pflegebereich auf der anderen Seite, und haben dort diese Workshops durchgeführt. Wir sehen hier ein Ergebnis, das auf den ersten Blick ganz gut aussieht im Sinne dieses Anordnungsschemas. Das zeigt sich auch, wenn man es jetzt nochmal betrachtet. Die Modellrepräsentation hat hier gut funktioniert. Was tatsächlich nicht funktioniert hat, sehen wir jetzt nicht im Bild, aber nur bedingt funktioniert hat, ist die Artikulation. Das heißt, es hat nicht funktioniert, dass alle Beteiligten tatsächlich ihre Sichtweisen einbringen konnten. Und was de facto nicht passiert ist hier, ist dieses Alignment. Das wurde nämlich durch den Facilitator sehr stark angeleitet und nicht durch die einzelnen Akteure aufgelöst, wenn es denn zu Mismatches kam. Insofern konnte in diesem Workshop das Ziel nur bedingt oder nur auf einer Seite, nämlich in der Erstellung des Modells, erreicht werden. Was ist passiert, wenn man es aus Scaffolding-Sicht betrachtet? Es sind die Modellierungsregeln eingesetzt worden, es sind diese Modelling-Templates eingesetzt worden. Es ist aber durch den Facilitator nicht zu diesen Scaffolding-Prinzipien gekommen, oder die sind nicht eingesetzt worden. Das heißt, es gab kein Fading, es gab keine Transfer of Responsibility und keine Reaktion auf irgendwelche Unklarheiten. Es ist einfach sehr strikt durchmodelliert. Anderes Beispiel, etwas schwächer strukturiertes, möchte man vielleicht sagen. Tatsächlich bildet es aber einen Prozess ab. Es bildet den Prozess der Organisation eines Street Dance Workshops durch Sozialarbeiter, in der Sozialarbeiterausbildung ab. Das sind jetzt damit die Tanzschritte. Das soll tatsächlich der Prozess sein. Was ist hier passiert? Hier sehen wir, die Modellrepräsentation hat de facto nicht entsprechend der Richtlinien funktioniert. Die Artikulation hat hier perfekt funktioniert. Es konnten sich alle einbringen. Das Alignment hat bedingt oder auch hier vielleicht gar nicht funktioniert, weil die Leute irgendwann einmal dann ausgestiegen sind. Also jeder konnte sich einbringen, es gab aber dann keine Abstimmung, es hat dann irgendjemand versucht, da Struktur reinzubringen. Was ist passiert? Es sind ausschließlich metakognitive Scaffolds eingesetzt worden, also sehr schwache Führung, sehr schwache Strukturierung. Es ist nur gesagt worden, welche Elementarten gibt es denn, worüber solltet ihr nachdenken, worüber solltet ihr gemeinsames Verständnis entwickeln, und dann ist sehr stark die Verantwortlichkeit gleich zu den Modellierenden gegeben worden und auch bei Schwierigkeiten hier der Contingency nicht weiter eingegriffen worden. Das war im dritten Beispiel anders, und das ist jetzt das Beispiel, wo dieses Scaffolding sehr gut funktioniert hat, meiner Wahrnehmung nach. Hier sehen wir, es
Legeschema können wir im Groben noch erkennen. Wir sehen, es gibt diese Akteure und unter den Akteuren sind die Aktivitäten angeordnet. Was uns fehlt oder was verletzt ist an Modellierungselementvorgaben, ist die Platzierung der gelben Elemente. Die sind vor allem auch auf Subjektebene und nicht auf Aktivitätsebene zum Großteil zugeordnet. Was ist hier passiert? Modellrepräsentation ist bedingt in Ordnung. Die Modellartikulation hat ausgezeichnet funktioniert und auch die Abstimmung hat hier gut funktioniert. Der Prozess war so, dass der Facilitator mit den strategischen Scaffolds begonnen hat, die Hilfsmittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, eingesetzt hat und dann sehr aktiv mit diesen Scaffolding-Prinzipien umgegangen ist. Das heißt, dort, wo es notwendig war, wieder stärker Unterstützung zu geben, vielleicht manchmal auf die prozeduralen Scaffolds umgeschwenkt ist und dann, wenn es Verständnisschwierigkeiten gab, vielleicht manchmal nur die metakognitiven Scaffolds eingesetzt hat, um dem Workshop wieder die richtige inhaltliche Fokussierung zu geben. Ja, jetzt bin ich sehr stark auf die einzelnen Modellierungsaspekte eingegangen. Warum bin ich auch so stark auf die Modellaufbereitung, auf die Modellanordnung eingegangen? Was vielleicht aufgefallen ist, ist, dass die Prozessmodelle, die wir hier erstellen, ja nicht den vollständigen Prozess abbilden. Die bilden einen einzelnen Fall ab, einen normalerweise typischen Fall. Macht es auch einfacher für die Akteure, die nicht gewohnt sind, in Prozessen zu denken, weil diese quasi mental einen einzelnen Arbeitsfluss vorstellen können. Tatsächlich ist es aber so, dass wir ja im Endeffekt, um dann weiterarbeiten zu können mit dem Prozessmodell und auch ein umfassendes gemeinsames Verständnis zu entwickeln, eigentlich mit diesen Resultaten weiterarbeiten möchten und den Prozess weiter ausbauen, weiter umfassender gestalten möchten. Das heißt, wir möchten den Prozess, das was gelegt worden ist, hier validieren und dann Elaboration verfeinern, ausbauen. Wie machen wir das? Wenn, und jetzt wird klar, warum, oder wird hoffentlich gleich klar, warum ich versucht oder so stark auf diese Legestruktur eingegangen bin. Wenn wir ein Modell vorliegen haben, das in dieser Form modelliert wurde, dann können wir das regelbasiert eindeutig auf ein ausführbares Prozessmodell, Geschäftsprozessmodell übersetzen. Und wenn wir das können, dann können wir versuchen, dieses Prozessmodell durchzuspielen, das heißt auszuführen, mit den Akteuren durchzuspielen. Und wenn wir bemerken, dass es irgendwo zu einem Problem kommt, dass im Prozess was fehlt oder was inkorrekt ist, das direkt während dem Durchspielen korrigieren. Auch hier gibt es wieder einiges an Related Work. Vieles davon ist verhaftet in diesen sogenannten Process Walkthroughs, wo am Prozessmodell der Prozess durchgegangen wird und wenn man zu Problemen kommt, wird versucht, das Modell entsprechend zu ändern. Also hier, dass es auch möglich sein muss, abzubilden, dass der Antrag abgelehnt werden könnte, was im ersten Schritt offensichtlich nicht mitmodelliert. Der Ansatz, den ich gewählt habe, war ein anderer. Wir spielen nicht ein Prozessmodell durch, weil wir damit auch wieder voraussetzen würden, dass die Leute mit diesem Prozessmodell was anfangen können, dass die verstehen, was hier abgebildet wurde. Wir versuchen, den Prozess tatsächlich in der Ausführung durchzuspielen. Wir haben also ein Werkzeug gebaut, das die Validierung des Prozesses ermöglicht, indem man ihn ausführen lässt, durchspielt und während dem Durchspielen bei identifizierten Problemen direkt verändert. Direkt heißt, Prozess kann dann danach direkt weiter ausgeführt werden, so dass man mit den Änderungen direkt unmittelbar weiterarbeiten kann. Sieht so aus, das ist jetzt das gleiche Beispiel. Wir haben also diese drei Akteure, die wir in unserem Beispielprozess hatten. Da ist das Prozessmodell jeweils hinterlegt. Das sind die Schritte, die bereits modelliert sind. Aktiv ist im Moment der Employee, also der Angestellte, der ist am Zug und der kann sagen, okay, ich fülle jetzt das Formular aus und sende es jetzt an Secretary. Secretary ist jetzt am Zug und sagt, Check for Conflicts kann ich nicht machen. Ich muss doch zuerst was anderes tun und zwar muss ich schauen, ob der Antrag überhaupt vollständig ist. Wir sehen also auch hier wieder ein Scaffolding,
oder einen Versuch eines Scaffoldings, indem wir durch diesen Verfeinerungsprozess durchleiten. Die Leute müssen nicht modellieren und verändern trotzdem im Hintergrund das Modell. Wir sehen hier die neue Aktivität, die eingefügt wurde. Und damit kann ich dann den Prozess an dieser Stelle direkt weiter durchführen und ausführen. Auch das insofern innovativ als das klassische Workflow-Engines, das nicht unterstützen würden, unterstützen das insofern nicht, dass man normalerweise den Prozess neu starten muss und dann erst recht wieder bis zu der Stelle, an der man was verändert hat, durchspielen muss. Und es geht immer dann der Kontext verloren. Es wird schwierig nachzuvollziehen, wo waren wir denn, was haben wir denn gerade besprochen, diskutiert. Dieses Werkzeug hat noch einiges an weiteren Features, auch vor allem gerade im Bereich des Scaffoldings. Wenn Interesse besteht, können wir das gerne später noch diskutieren. An dieser Stelle wollte ich nur zeigen, was der Ansatz ist, hier aus diesen rudimentären ersten artikulierten Prozessmodellen vollständige Abbildungen des Arbeitsprozesses zu machen, mit dem man auch IT unterstützt und weiterarbeiten kann. Weil aus diesem Werkzeug fällt wiederum ein Prozessmodell raus, das dann direkt in eine Workflow-Engine zum Beispiel weiter geschoben werden könnte, um in einem nächsten Schritt einen operativen Arbeitsprozess zu unterstützen. An dieser Stelle fehlt uns noch ein Baustein, um diesen Prozess vollständig und möglichst nahtlos und möglichst einfach unterstützen zu können. Und das ist der Übergang von diesen, wir haben es vorhin gesehen, kartenbasierten, papierbasierten Workshop-Modellen hin zur Ausführung. Es fehlt also der Übergang von dem Whiteboard hin zur Simulation, zur Ausführung. Wenn man das jetzt manuell händisch übernehmen müsste, nachzeichnen müsste, ist es erstens aufwendig, fehleranfällig und dauert dann im eigentlichen Workshop-Setting übrigens üblicherweise zu lange, führt also dazu, dass erst recht wieder der Kontext verloren geht davon, worüber wir uns gerade ausgetauscht haben. Die Idee war also, das möglichst einfach, nahtlos und rasch zu gestalten, dass man unmittelbar nach dem Legen dieser ersten Modelle in die Validierung übergehen kann. Deswegen haben wir ein System entwickelt, mit dem wir diese Modelle automatisiert auswerten können, versuchen können, dort direkt ein Prozessmodell daraus abzuleiten. Das verwendet die auf diesen Karten angebrachten Codes. Über diese Marker können wir jede Karte eindeutig identifizieren und es gibt dann ein, also wir sehen hier die Element Recognition, das ist das Kartenidentifizieren, auf Basis eines Fotos, das man mit einer handelsüblichen Mobiltelefonkamera machen könnte. Der Anspruch war Zero Infrastructure, nur Sachen verwenden, die ohnehin vorhanden sind. Und das Mobiltelefon ist heute immer vorhanden. Wir extrahieren also die einzelnen Karten und gehen im nächsten Schritt dann über die Bilddaten drüber und versuchen, die eingezeichneten Verbindungen und die Anordnung der Karten zu analysieren, sodass im letzten Schritt die einzelnen Elemente identifiziert, zusammengesteckt zu einem gesamten Prozessmodell ausgewertet und exportiert werden können. Und von dort geht es dann weiter in diese Ausführung, in dieses Ausführungswerkzeug, das ich vorher gerade im Video gezeigt habe. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, die sind in dem Transactions Paper, das hier zitiert ist, ohnehin beschrieben, möchte ich nur ganz kurz zeigen, wie denn diese Erkennung funktioniert. Auch dazu gibt es ein kleines Video. Wir zeichnen also ein Prozessmodell. Hier eine andere Legestruktur. Also das System ist so flexibel, dass es mit beliebigen konzeptuellen Modellen umgehen kann. Wir machen mit dem Mobiltelefon ein Foto und spielen das dann direkt in eine Plattform. Das ist jetzt noch der erste Prototyp über die Online-Plattform rein. Wir laden das Foto rauf und drücken auf Analysieren. Bei Analysieren bekommen wir dann das Analyseergebnis. Wir sehen hier, die Karten wurden erkannt, die Verbindungen wurden erkannt und können jetzt noch direkt die Modellinformation verfeinern, wenn irgendwas falsch war oder wie an dieser Stelle die Bilddaten, die man nicht automatisiert auswerten kann, wie diese Beschriftungen, die direkt ersetzen, sodass man im Durchspielmodell dann unmittelbar damit weiterarbeitet. So, zusammenfassend,
Wie sieht's aus? Wir haben also hier nochmal diesen Gesamtprozess, der beginnt mit Setting the Stage, dann geht es über diese Articulation und Alignment Phase, individuell und kollaborativ. Dann passiert diese Modelltransformation, die wir besprochen haben, und dann kommt es zu dieser virtuellen Ausführung, zu dieser Validierung durch Virtual Enactment. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Publikationen, die in der in der Habilitationsschrift angeführt sind, eingeht, dann wird man sehen, dass der erste Artikel des Chapter 3, der Artikel, der in Information of Management erschienen ist, einmal grundlegend diesen Prozess beschreibt und eine Design Theory ableitet, wie denn ein System ausschauen könnte, das diese Anforderungen der Unterstützung von Articulation und Alignment of Knowledge About Work unterstützen würde. Das wiederum wurde detailliert und instanziert in einem Artikel in Information Systems Modeling and Design. Da geht es also um die ganz konkrete Methodik und die Werkzeugunterstützung, um die entwickelten Artefakte in diesem Bereich. In dem Artikel im Group Decision and Negotiation haben wir betrachtet, welche Effekte denn dieses Artikulieren und Alignment, also dieses Kartenlegen, auf die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses hat. Dazu gab es auch tatsächlich wenig empirische Methodik, die man hier anwenden könnte, vor allem im Bereich der kollaborativen Modellierung nicht. Das heißt, da gibt es einen zusätzlichen Artikel, der die Evaluierungsmethodik beschreibt. Den habe ich jetzt an dieser Stelle übersprungen deswegen, weil er den Rahmen sprengen würde. Ich habe aber die Folien mit. Wenn es jemanden interessiert, kann ich da nochmal gerne weiter drauf eingehen. Und im fünften Artikel ist beschrieben, wie diese Bilderkennung funktioniert aus technischer Sicht. Das ist tatsächlich ein informatikorientierter Artikel. Hier nochmal zusammengefasst, alle fünf Artikel, die in der Habilitationsschrift enthalten sind. Mit dem habe ich aber nicht aufgehört. Also die Einreichung ist ja mittlerweile fast ein Jahr vergangen. Tatsächlich ist es so, dass ich schon während oder vor der Einreichung dann ein Schrödinger-Stipendium bekommen habe, war dann in den Niederlanden und habe da an dieser Scaffolding-Idee sehr aktiv weitergearbeitet. Das heißt, diese Systeme, die das Scaffolding unterstützen und diese Systematik, um das Scaffolding zu beschreiben, das ist während dem Aufenthalt in den Niederlanden großteils entstanden, genauso wie dieses Validierungswerkzeug. Auch das gab es nur als konzeptuellen Prototypen in den Artikeln. Bei der Einreichung der Habilitationsschrift war dann schon das eigentliche Werkzeug in Entwicklung und jetzt gibt es auch schon Publikationen dazu. Ein weiterer Aspekt, der mich hier interessiert, ist, wie denn Leute überhaupt modellieren lernen oder Artikulation über Modelle lernen können, weil das Ziel muss ja eigentlich sein, nicht dieses Artefakt nachhaltig in der Organisation, in einer Organisation zu etablieren, sondern es sollte sich ja idealerweise überflüssig machen, indem es die Leute dazu befähigt, Modellierungsverständnis und Modellverständnis auch mitzuentwickeln. Auch dazu gibt es bereits Artikel, die teilweise schon erschienen sind, teilweise noch in Vorbereitung sind. Und ein Nebenschauplatz mehr oder weniger ist das Messen von Modellierungskompetenzen. Ich habe seit 2 Jahren eine Kooperation mit den Kollegen vom Institut für Pädagogik und Psychologie hier an der JKU. Und im Rahmen dessen haben wir uns mit adaptiven Testen beschäftigt. Und ein Interessensgebiet von mir ist, wie man diese adaptiven Testalgorithmen verwenden kann, um Modellierungskompetenz, Geschäftsprozessmodellierungskompetenz zu messen. Ja, was kann man perspektivisch sagen, wie es weitergehen wird? Es ist ja auch in den Gutachten zur Habilitation in dem zumindest in dem einen Gutachten von der Professor Crolland erwähnt, dass es da durchaus Potenzial geben würde, diese Idee weiterzuentwickeln. Auf der einen Seite diese Idee weiterzuentwickeln in andere Bereiche des Information Systems Modeling. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Diese Grafik hier ist aus dem Artikel
der als letztes erschienen ist in dem Bereich, das war der bei Group Decision in Negotiation, der bereits skizziert, wie denn eine generalisierte Design Theory für die kollaborative Abstimmung von Wissen über Arbeit und nicht nur Arbeitsprozesse aussehen könnte, wenn man dazu konzeptuelle Modellierung verwenden würde. Wie genau das funktioniert, müsste man jetzt in einem nächsten Schritt oder könnte man in einem nächsten Schritt versuchen, auf einen anderen Modellierungsbereich, zum Beispiel die Datenmodellierung, anzuwenden. Und die zweite Anregung, die da ganz gut dazu gepasst hat, war die Arbeit von dem Process, also von dem Modellierungsfokus auf ein umfassendes Process Engineering auszudehnen. Und auch darüber habe ich nachgedacht. Das ist jetzt eine Abbildung, die aus einem aktuell eingereichten Projektantrag stammt, wo die Idee ist, von diesem Modell, was hier als Objective 2 erwähnt ist, also diese Structured Conversation About Work, in den operativen Arbeitsprozess zurückzugehen und die Unterstützung während dem operativen Arbeiten dynamisch auf Basis dieser Modelle anzupassen beziehungsweise Arbeitenden dabei zu unterstützen, aus ihrer aktuellen Arbeitssituation heraus abzuleiten, wie sie denn jetzt idealerweise auf die gegebene Situation reagieren könnten. Auch dazu gern später mehr. Dieser Antrag ist eingereicht. Wir warten noch auf die Rückmeldung. So, und das war es soweit von meiner Seite. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit, stehe gern für Detaillierungen oder andere Fragen jetzt natürlich zur Verfügung.